Ja, willkommen zum Modul 5 im Rahmen des MOOCs, das Internet in meinem Unterricht, aber sicher. Heute geht es um digitale Geräte im Unterricht selbst zu nutzen. Wir werden immer mit dieser Frage konfrontiert, soll man das Handy beispielsweise, das Smartphone verbieten oder soll man es nutzen? Das scheinen so die beiden Pole zu sein, die in Schulen diskutiert werden. Und in der Praxis ist es immer eine Mischung. Beide Aspekte haben natürlich etwas für sich. Wenn ich die Geräte einfach verbiete, kann ich mal kurzfristig Konflikte minimieren, ich kann Störungen über einen bestimmten Zeitraum auch kleiner halten. Es gibt natürlich auch weniger Ablenkung. Auf der anderen Seite fördert die Nutzung die Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen. Es geht ja auch darum, das Handy als Alltagsgerät erleben und erlernen zu können. Und ich kann im Fall von Konflikten diese deutlich schneller ansprechen und komme auch drauf und sie damit oft auch kleiner halten. Vor allen Dingen, wenn Schüler und Schülerinnen ihre eigenen privaten Geräte in den Unterricht mitbringen, sind verschiedene Aspekte zu beachten. Wir sprechen hier von diesem Bring Your Own Device, das jetzt gerade im Schulumfeld auch viel diskutiert oder im Einsatz ist. Die Schule sorgt hier in der Regel oft für Infrastruktur, wie zum Beispiel ein WLAN-Versorgung, das auch Schüler und Schülerinnen nutzen können, oft auch Stromversorgung, wobei das ist nicht immer möglich, weil vor allen Dingen alte Schulen oft nicht ausreichend dimensionierte Stromkreise haben und hier müssen dann die privaten Akkus einspringen. Privat sorgt man natürlich auch für die Versicherung im Idealfall, für die Geräte und die Schule wiederum stellt hier E-Mail-Adresse, Zugangsdaten zu den Plattformen zur Verfügung. In manchen Ländern wie in Luxemburg ist das ja standardmäßig, dass Schüler und Schülerinnen ihre eigene E-Mail-Adresse auch haben. Wichtig ist natürlich, dass die Kinder, die Schülerinnen und Schüler Apps und Programme installieren dürfen, auch die Möglichkeiten dazu haben und es auch entsprechende Regeln dafür gibt. Naja, und letztendlich geht es darum, dass es ein pädagogisches Konzept geben muss, warum ich diese Geräte einsetze. Es fehlt oft, und das braucht es, die Kompetenz der Lehrenden, die Geräte einzusetzen. Da geht es natürlich um den didaktischen Umgang, um das technische Grundwissen, aber ganz wichtig ist die eigene Haltung. Bin ich aufgeschlossen diesen Geräten gegenüber? Habe ich ein Interesse daran? Bin ich auch bereit, mich auszutauschen, zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen? Bin ich durchaus auch bereit, von meinen Schülerinnen und Schülern dazuzulernen? Plan B, also das entsprechende Verhalten bei technischen Problemen, das kennen alle, die diese Geräte nutzen, ist auch eine ganz wichtige Kompetenz. Und wir müssen auch wissen, wie reagieren wir, wenn soziale Probleme, wenn Konflikte auftauchen. Hier ein Beispiel für mögliche Leitfragen rund um Verhaltensvereinbarungen im digitalen Klassenraum. Da geht es um die Themen Recht am eigenen Bild, um Prävention im Bereich von Mobbing, aber auch jugendgefährdenden Inhalten. Es geht um Fragen, wie verhalten wir uns in Konfliktfällen, aber auch so banale Dinge wie, gibt es digitalfreie Zeiten, wo sind Geräte während dem Sportunterricht oder auch während Schulveranstaltungen? Und wie lassen sich hier Eltern einbeziehen? Welche Einverständniserklärungen sind notwendig? Und generell, wie geht es um den Ruf der Schule, auch in der privaten oder Freizeitaktivität der beteiligten Personen? Eltern und Schule müssen bei diesen digitalen Geräten immer zusammenspielen. Man muss hier am gleichen Strang ziehen. Wenn wir Bring Your Own Device haben, dann stellt natürlich die Eltern die Geräte zur Verfügung. Sie unterstützen die Kinder bei ihren Tätigkeiten im Rahmen der Schule, also bei Hausaufgaben. Sie sprechen Konflikte an, wenn diese auftauchen. Aber auf der anderen Seite sorgt die Schule dafür, dass auch ein entsprechendes Umfeld da ist, dass die digitalen Geräte sinnvoll, didaktisch wertvoll auch eingesetzt werden. Es passiert hier um Aufklärung in Bezug auf die Gefahren und Risiken. Und in manchen Schulen gibt es sogar so etwas wie Leihgeräte, wenn die eigenen Geräte der Kinder, der Schülerinnen und Schüler mal ausfallen.
wie man die Geräte einsetzen kann. Da gibt es natürlich eine große Bandbreite vom Messen, Aufnehmen, Fotografieren hin zum Organisieren, zum Planen. Achtung, nicht immer ist hier auch alles erlaubt, hier wirklich auf die regionalen Gesetze auch schauen. Aber die Recherche, die Inhalte, das digitale Schulbuch auf den Geräten ist natürlich etwas, was immer mehr Verbreitung findet. Ganz wichtig sind digitale Geräte auch zur Umsetzung von kreativen Ideen, sind es Videos, Musik, aber auch bildnerische Erziehung, Kunsterziehung sind hier ganz wichtig und wozu es Computer schon sehr lange gibt, das Üben und das Festigen der erlernten Inhalte.